Hi zusammen, hier ist Pavel aus Hannover. Heute ist ein sehr schöner Tag. Das Wetter ist gut, halb sonnig, halb bewölkt. Die Frisur sitzt, was wollen wir mehr? Ja, und ich bin jetzt gerade am Marschsee und möchte Natur- und Landschaftsfotografie machen. Aber wie bringen wir die Kameras sicher zum Ort, wo wir fotografieren wollen? Dazu brauchen wir natürlich eine entsprechende Tasche. Oder wir lassen die Kameras natürlich liefern. Ja? Aber ich habe noch niemanden, der mir die Kameras liefert. Deshalb bringe ich die Taschen selbst. Und für Taschen brauche ich natürlich entsprechende, für Kameras brauche ich natürlich eine entsprechende Tasche. Und ich möchte euch jetzt meine Tasche vorstellen, die ich sehr liebe. Das ist diese Tasche. Ja? Das ist Lauer Pro Tasche Nova Sport 35 LAW. Also ich wurde schon von einigen von euch gefragt, was ist das für eine geile Tasche, und dazu kann ich tatsächlich sagen, das ist eine geile Tasche. Warum? Weil erstens passt in diese Tasche sehr viel rein, ja, und zweitens, mit dieser Tasche wird man nicht so schnell überfahren, und außerdem kann man mit dieser Tasche sehr schnell irgendwo reinkommen zum Fotografieren, sodass die Leute keine dummen Fragen stellen, weil sie denken gleich, das ist ein Rettungssanitäter. Und einmal habe ich bei einer Veranstaltung mit dieser Tasche fotografiert und ich wurde tatsächlich gefragt, ob ich der Rettungsdienst bin. Ich sage, ja, was ist denn los? Ist jemandem schlecht? Ja, da ist eine Oma zusammengebrochen. Wir brauchen jemanden, der Mund-zu-Mund-Beatmung macht. Ich habe gesagt, nein, ich bin nur Fotograf und in der Tasche ist kein Defibrillator, sondern da sind meine Kameras. Apropos Kameras, kommt, ich zeige mal, was in diese Tasche alles reinpasst. Also die sieht wirklich nicht sehr groß aus, ja, aber da passt einiges rein. Also ich sage jetzt einfach mal drei Kameragehäusen, drei Bodies für Spiegelreflexkameras. Ich habe jetzt zwar keine Spiegelreflexkamera im klassischen Sinn, sondern ich habe einmal Sony Alpha 7, Sony Alpha 7R und eine Sony RX10 Bridge Kamera, die auch nicht sehr klein ist. Ja? Dann habe ich hier 1, 2, 3, 4 Objektive. Dann die Kamera, mit der Olga jetzt gerade filmt, ein Stativ. Ein Audiorekorder hier, ja? Ist auch ganz wichtig. Mikrofone, meine Tasche, damit meine Frisur sitzt. Ja? Und ja, da passt natürlich noch jede Menge Zeug wie Akkus, Putztücher, Kaugummis, Taschentücher und so weiter. Also auf jeden Fall eine sehr gute Tasche. Ich mache natürlich dafür keine Werbung. Ja? Die habe ich selbst gekauft. Und das ist jetzt praktisch nur Antwort auf die Frage, was das für eine geile Tasche ist. Ja? Also die Farbe finde ich tatsächlich mutig. Ich bin sowieso Fan von mutigen Farben. Besonders Akzente sind ganz wichtig. Olga, zeig mal meine Schuhe. So sieht das aus, ja. Also das ist auch ganz wichtig, dass man auf der Straße von den Autos sofort gesehen wird. Ja? Allgemein zum Thema, wie transportiere ich am besten die Kameras und Equipment, sodass alles gut läuft. Es gibt keine ideale Tasche. Also alle Taschen sind für einen bestimmten Ausflug gedacht, entweder für einen Urlaub oder für Tagesausflug oder für einen kurzen Trip. Also je nachdem, was wir alles mitnehmen wollen, gibt es natürlich passende Lösungen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch keine ideale Tasche gefunden, die ich immer und überall haben kann. Deshalb, ja, also wenn ich jetzt zusammenzähle, da habe ich bestimmt so 5, 6 verschiedene Taschen, die ich bei bestimmten Szenarien dann mitnehme. Ja, so viel dazu. Dann wünsche ich euch auch schönes Fotografieren. Nutzt das schöne Wetter, solange es nicht regnet. Also in Hannover ist heute noch gut. Morgen wird schon wieder regnen und deshalb lege ich jetzt los und werde ein bisschen fotografieren. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.